Im Wendler-Clan fliegen weiter die Fetzen. Michaels noch Ehefrau Claudia Norberg will nicht, dass Laura Müller ihren Familiennamen annimmt. Denn der Michael Wendler heißt ja bürgerlich Norberg. Laura lästert jetzt aus Einmischung. Wenn wir ein Kind bekommen, muss ich sie fragen, wie unser Kind heißt und ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, welches Brautkleid ich tragen muss. Und ich muss leider sagen, es wird keine Einladung geben. Alles gemacht für den großen Trash-Zoff, exklusiv bei RTL. Und jetzt Claudia, volle Attacke. Also ich möchte mich weder in die Hochzeitsplanung noch in dessen Leben zukünftig einmischen. Es geht mir nur um meinen Mädchennamen. Das ist nur meine Bitte. Oh, das klingt ja richtig vernünftig. Wir haben uns die Wendler-Ex genannte Claudia Norberg mal genauer angeschaut. Während Michael Wendler auf der Bühne steht, kümmert sich Claudia um die Geschäfte im Hintergrund. Sie ist verantwortlich für die Buchhaltung. Ist sie die Strippenzieherin im Hintergrund? Zeit für einen Blick in den Wendler-Wahnsinn. Die Dummheit ist monumental, aber ihm ist es egal. Ich bin Philipp Vanulis und jetzt zeigen wir euch, welche ungeahnte Rolle Claudia Norberg in dem ganzen Wendler-Spektakel spielt. Und stellen uns die Frage, ist diese ganze Trennung zwischen dem Wendler und Claudia nur eine große Lüge? Sie liebt den Bibi. Der Wendler-Clan, die Wollnys sind schicker. Eine der schillerndsten Figuren, Claudia Norberg, die hat in überraschend vielen Dingen ihre Finger drin. Und sagt über den Wendler: Ich habe seine ganze Karriere bis dato aufgebaut. So. Wusste ich gar nicht. Haha, die Überraschung kaufe ich ihm nicht ab. Der hat doch selbst seinen eigenen Wikipedia-Artikel dutzend Male durchgelesen. Ja, was Claudias Einfluss auf Michael angeht, sind die sich sehr uneins. Rund um das Paar gibt es viele dubiose Machenschaften. Hier zum Beispiel. Bei fast allen Songs vom Wendler wird bei Text und Musik dieser Name genannt. Mick Scoey. Rückwärts gesprochen übrigens, I Works Chim. Das hilft uns aber nicht weiter. Alles klingt hier sehr suspekt. Hat sich auch die Bild gedacht und rausgefunden? Hinter Mick Scoey steckt Claudia Norberg, soll so auch bei der GEMA verzeichnet sein. Das würde heißen, Claudia hat Michaels Songs geschrieben. Wow, aber so einfach ist das nicht. Ein Wendler-Insider hält das für einen Trick bei Michaels erster Insolvenz 2002. Wahrscheinlich wollte Wendler seine Gläubiger täuschen, deshalb gab sich seine Frau als Urheberin der Songs aus. Das ist clever, so kann er sich rausreden, wenn jemand seine Musik scheiße findet. Und noch cleverer, die Einnahmen seiner Songs gingen so auf das Konto von Claudia. Also hatte der Wendler leider kein Geld, um seine Schulden zu begleichen. Teuflisch, was das Ehepaar da betrieben haben könnte. Wie auch bei der Plattenfirma CNI Records. CNI steht nämlich für Claudia Norberg International und hat ihr als Gesellschafterin auch gehört. Der Wendler war da laut Eigenaussage zeitweise nur Angestellter auf 400-Euro-Basis. Kein Euro zu viel. Das Geschäftsmodell ging mehr oder weniger auf bis zum Sommer 2016. Plattenfirma insolvent, Schlagerstar Michael Wendler erfährt aus Zeitungen von Pleite seiner Frau. Ich glaube nicht, dass der Wendler Zeitungen liest. CNI hinterlässt dem Paar einen gigantischen Schuldenberg. Der türmt sich bis heute. 2016 sind es noch süße 180.000 Euro. Nur zwei Jahre später sind es 4,2 Millionen Euro. Und Anfang dieses Jahres sind es wieder ein bisschen weniger, 3,1 Millionen Euro Schulden. Okay, sie liebt ja auch den DJ und nicht den Buchhalter. Die Sache ist sowohl für Claudia als auch für Michael richtig ernst. Claudia soll die GEMA-Rechte an Wendler übertragen und damit einige Gläubiger um ihr Geld gebracht haben. Dafür werden beide jetzt gerade angeklagt, wie RTL brandheiß erfahren hat. Vor ein paar Stunden erfahren wir aus Gerichtskreisen, dass Claudia Norberg und Michael Wendler am 7. Juli vor Gericht in Dienstlagen erscheinen müssen. Ja, und das ist nicht einfach irgendwas. Ihnen droht sogar Freiheitsstrafen. Darum tut der Wendler auch so, als hätte er gar nichts mit Claudias Plattenfirma zu tun gehabt. Ich weise jegliche Anschuldigungen zurück. Ich war nur Angestellter der Firma meiner Ex. Ich war nur Angestellter. Zweitbeste deutsche Ausrede nach, ich habe nur Befehle befolgt. Aber aha, also Claudia hatte die Fäden in der Hand. Wobei das der Wendler dreht und wendet, wie er will. Ja, also meine Ex war nicht meine Managerin, niemals, sondern sie hat sich nur ums Booking gekümmert.
Jetzt hat sie wieder nicht die Fäden in der Hand. Und Claudias Geschäfte sind nicht das Einzige, was an Wendler shady ist. Auch seine Immobilien sind mehr Schein als Sein. Wir haben da mal für euch nachgeforscht. Herzlich willkommen zu Walu Mystery. Heute der Wendler und seine Immobilien. Ist alles ein wenig, ja, mysteriös. Aber überhaupt gar kein Problem. Da muss man halt mal ein wenig genauer hinschauen. Walu Mystery. Michael Wendlers Villa in Cape Coral. Bekannt aus dem Schatzi-Auto-Video. Aber Glamour mitnichten. Die Umgebung sieht aus wie vom Tornado zerpflügt und das Anwesen ist eher eine Garage mit Anbau. Dubios! Würde dort wirklich ein Schlagerstar wohnen? Aber es gibt in dieser ganzen Geschichte noch mehr Dinge, die wir mal näher beleuchten können. Eine zweite Villa, diese bekannt aus der Wendler-Doku. Sie ist jedoch eingetragen auf eine dubiose Firma namens Cape Music Incorporated und man kann sie als das Ferienhaus White Pelican für 1.197 Euro mieten. Im Preis inklusive Hakenkreuze am Spiegel. Ha, wer da wohl vorher gewohnt hat? Ich sage Ihnen, Sie werden einiges finden, wenn Sie nur den Mut haben. In die Nähe! Au! Ah! Walu Mystery. Die Wendler-Scheidung. Das deutsche 9/11. Michaels Vater Manfred Wessels hält das alles für einen riesigen Bluff. Auch die anstehende Hochzeit. Er ist stinksauer auf seinen Sohn. Michael ist ein verlogener Parasit. Ich habe damals sein Haus bezahlt, habe ihm den Namen Wendler gegeben. Nie habe ich einen Cent dafür gesehen. Tja, und jetzt hat er ihm auch noch den Titel fürs nächste Album geschenkt. Verlogener Parasit. Und vor lauter Wut sagt Papa Wendler, Michael wird dieses Mädchen niemals heiraten. Das ist doch alles nur ein Lügengebilde, um abzukassieren. Lügenbaron Wendler, wir wollen antworten, denn hier ist einiges verdächtig. Frage Nummer 1. Warum ist die Scheidung mit noch Ehefrau Claudia noch nicht durch? Es ist nur noch ein Formular, was nachgereicht werden muss und das kann digital passieren. Dafür muss er nicht hier anwesend sein. Tja, und warum macht er es dann nicht, wenn es doch so einfach ist? Schon im Februar haben beide die Scheidungspapiere unterschrieben. Im Februar! Und schon damals hieß es. Alles so weit geregelt, sodass, denke ich mal, bald die Scheidung ausgesprochen wird. Vielleicht sollten Sie das mit dem Richter besprechen und nicht mit RTL. Seitdem kein Fortschritt. Und mal ehrlich, hat jemand diese Scheidungspapiere überhaupt gesehen? Niemand, oder? Bringt uns zu Frage Nummer 2. Warum haben der Wendler und Claudia sich wirklich getrennt? Da erzählt jeder etwas anderes. Claudias Version, der Wendler hat sie mit Laura betrogen. Irgendwann hatten wir dann eine Krise und in der Situation hat mein Mann dann eine neue Frau kennengelernt. Ja, aber der Wendler und Laura, die erzählen das genau andersrum. Die Beziehung ist schon länger aus, sie hat sich für einen anderen Mann entschieden und wenn man das macht, dann muss man auch dazu stehen. Gut, geil, das sind jetzt zwei Versionen. Aber das reicht nicht, da gibt's noch eine dritte, denn da ist noch Wendlers jetziger Manager. Ich habe ja direkt im Anschluss, als die Trennung war, die These aufgestellt, dass die Auswanderung nach Amerika vielleicht mit dazu geführt hat. Das passt doch alles vorn und hinten nicht. Vier Leute, drei Versionen, die widersprechen sich wie Einbrecher, die sich beim Alibi nicht koordiniert haben. Das ist doch alles höchst verdächtig. Und meiner Meinung nach ein Hinweis darauf. Frage 3. Was hat es mit der Wendler-Hochzeit in Las Vegas auf sich? Um die Location gab es nämlich Zoff mit RTL. Darüber wurde wochenlang diskutiert. Wendler hat sich dann durchgesetzt. Er liebt Las Vegas. Ja, aber warum will er denn unbedingt in Las Vegas heiraten, diesen dubiosen Ort für Eheschließungen? Ist das etwa für den letzten Stein in seinem Lügengebäude? Geht in Las Vegas nämlich ganz einfach. Hier. Viele Wedding-Chapels bieten Fake-Hochzeiten an. Scheinhochzeiten in Las Vegas machen Spaß und sind der perfekte Weg, eine Zeremonie zu haben, ohne den ganzen Papierkram. Ja, da haben wir es. Das Einzige, was er da unterschreibt, ist dann die Rechnung. Und sonst nichts. Wendler und Claudia tragen den Schuldenberg ab. Laura bekommt Publicity und wieder mal hat er alle getäuscht. Zusammen mit Claudia. Ein teuflischer Plan. Beinahe so teuflisch wie unsere Toaster-Aktion. Die Daily-Folge gestern war ein absoluter Totalschaden. Und zwar für den Toaster von Basti. Philipp hat ihn kaputtgeschlagen, aber Basti hatte keine Ahnung, was passiert. Ja, ich freue mich riesig, dass die Jungs die Idee hatten, nochmal den FC Bayern-Toaster vor der Kamera einzusetzen. Basti wird noch ein kleiner Star, du Racker. So, alles gut verstaut? Alles sicher?
soll ja nichts kaputt gehen. Soll ja nichts kaputt gehen. Also ich bin jetzt seit 2 Wochen hier und ich habe mich an einiges gewöhnt. Morgen. Sag mal, hast du mit Peter geredet wegen dem Trockenfutter? Aber das mit Basti ist einfach nur noch traurig. Der Wendler, je länger man sich damit beschäftigt, schon sehr unterhaltsam, was da öffentlich so zu sehen ist. Aber das Tragische, privat geht es eigentlich nur um einen riesigen Schuldenberg inklusive Gerichtsprozesse. Und vor allem Claudia Norberg scheint da eine größere Rolle zu spielen als vermutet. Was meint ihr? Und ja, es ist Trash, aber eben mal nicht Corona, sondern ein Hakenkreuzspiegel. Das ist doch wunderbare Ablenkung. Über den Wendler informiere ich mich in der InTouch und über alles andere informiere ich mich in den Baloo-Design-Videos. Da gibt's jeden Tag ein neues Video. Und am Ende jedes Videos erscheinen wie von magischer Hand 2 weitere Videos. Das hört einfach nicht auf.